Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Pokémon Strahlender Diamant. Ich kann mich gerade nicht konzentrieren, weil meine Twilight hier ein bisschen am Ausrasten ist. Sie weiß einfach nicht, wo sie sich positionieren soll und deswegen ist hier ein bisschen Rambazamba am Start. Was ist jetzt hier los? Okay, so, jetzt haben wir es. Du findest ein Gefäß voll Lahmrauch. Guck mal, wir sind nämlich letztes Mal hier hochgekraxelt. Das erste Mal sind wir überhaupt mal gekraxelt. Und waren ganz gespannt, was uns dort erwartet. Es war Lahmrauch. Uiuiui, okay, runter ist cool. Das war nicht schlecht. So, eigentlich sind wir aber dabei, uns den Schlüssel, den Lagerschlüssel von Team Galactic zu holen. Hier im Lagerraum. Wo war denn das? War das nicht hier irgendwo? Ging das nicht hier irgendwo rein? Oder war das echt jetzt die Tür nebenan? Es war die Tür stumpf nebenan. Nee, hier. Alles klar. Alles gut. Ich bin doch nicht so dumm. Ich bin doch nicht so dumm. Nice. Hi. Hey, einen Moment mal. Hast du denn den Schlüssel? Naja, ist mir ja auch egal. Unser Lagerschlüssel ist beim Wächter von unserem Hauptquartier in besten Händen. Was? Ach, darum geht's gar nicht. So, du, der Schlüssel war in allerbesten Händen. Also ganz ehrlich, der hat den nicht verloren. Gar nicht, überhaupt nicht. So. Möchtest du den Lagerschlüssel verwenden? Ja. Du hast den Lagerschlüssel verwendet. Die verrostete Tür öffnet sich knirschend. Und der Schlüssel ist natürlich abgebrochen. Was ist denn logisch? Okay, wir haben einen Finsternisstein gefunden. Beste Qualität hier. So, was sind hier die Masterpläne oder was ist da dran? Ah, ne, nix. Hier wird einfach nur Minecraft gespielt. Ach so. Ist ja langweilig. Okay, kann man da durch? Ne. Wir sind jetzt in der Underground Base von Team Galactic. Oh je. Ich arbeite mich erstmal links hinauf. Dann schauen wir mal. Hi! Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Team Galactic, doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Du arbeitest all the way down in the basement, nicht wahr? Hm. Achso, er will nicht mal kämpfen. Der ist so demotiviert, der Mitarbeiter, der hat nicht mal mehr Bock zu kämpfen. Du brauchst einen speziellen Schlüssel. Ah, okay, cool. Wir müssen also weiter an Schlüssel herankommen. Alles hier ist mit Schlüsseln versehen. Keycards oder sowas haben die nicht. Die sind hier noch klassisch unterwegs mit einem klassischen, einfachen Schlüssel. Moin! Nun, was haben wir denn hier? Ein Trainer, der sich verlaufen hat? Ich bin ganz bewusst hier reingelatscht, um euch, wie sagt man, aufs Maul zu geben. Genau, ja. Erstmal noch ein Stückchen Kaffee. Mm. Ah. Golbat. Cool, cool. Gönn dir mal. Angriff von Golbat sinkt. Und einen entspannten Funkensprung, würde ich mal sagen, ne? Oh, wie es sich immer so schüttelt, voll süß. Zack, rinn ins Gesicht. Und Golbat wurde besiegt. Rüpel von Team Galactic wurde besiegt. Du hast die Orientierung verloren, aber den Kampf gewonnen. Das bringt mich auf die Palme. Sieht jetzt gar nicht so aus, als wäre auch eine Palme, oder? Eigentlich sieht er ganz chillig aus. Du bist einfach so hier eingedrungen? Du kennst wohl keine Angst, was? Naja, Angst. Ihr seid ein paar Dudes mit irgendwelchen komischen, selbstgestrickten Rüstungen, die ihr euch da gebastelt habt, die total lächerlich aussehen. Ach, weiß ich jetzt auch nicht. Es ist halt, es gibt echt, weiß ich nicht, Dinge, die machen mir mehr Angst. Zum Beispiel dicke Spinnen. So eine fette Spinne, wenn jetzt hier Spinnen im Keller wären. Da hätte ich mehr Angst als vor euch. Bin ich ehrlich. Hi. Du bist der erste Eindringling, der es in unser Hauptquartier geschafft hat. Ja, ich sag euch so. Euer Typ, der den Lagerschlüssel beaufsichtigt, hat echt... hat's nicht drauf. Ja. Pudox. Ich muss aufhören, die Musik mitzumachen. Ich weiß, sorry. Bin heute aber irgendwie richtig gut drauf, Alter. Bin richtig gut gelaunt. Hab richtig Bock gehabt auf Pokémon. Bis jetzt bin ich nicht enttäuscht worden. Funkensprung! Seit Pokémon, weiß ich nicht, Pokémon begleitet mich, seitdem ich winziglich kleiner Welpe war. Winziglich kleiner Welpe. Auf der Hauptschule haben wir das damals gedaddelt. Und es hat mich beglitten von der Hauptschule zur Realschule, zum Abi, durch mein Studium und auch jetzt in meinem Arbeitsleben bin ich immer noch am Pokémon daddeln. Und ich finde es einfach schön. Ne? Trotz der Probleme, die Serie halt natürlich hat. Aber wie gesagt, man darf ja hoffen, dass sich da jetzt mal was tut. So oder so. Ne? Aber ich weiß nicht, ich sag mal so, alle möglichen Serien, die ich mag, sind letztes Jahr komplett auf die Schnauze gefallen. Denken wir an das gute neue Battlefield 2042.
Das ist so kacke. Ich bin ja ein absoluter Battlefield-Fan und Battlefield fängt immer scheiße an. Das kommt raus und es ist immer kacke. Ja, das ist ja normal. Das ist leider so, aber es ist halt so. Aber du kannst dir sicher sein, so nach einem halben Jahr, irgendwann macht's dann Bock. Und wenn du halt dicker Fan bist, dann gibst du denen dein Fanboy-Geld, weil du sagst, komm, ist okay. Und bei Battlefield habe ich das immer gemacht. Und auch dieses Mal habe ich mir wieder die dicke Edition gekauft. Ja? Für 110 Euro. 110 Euro. Ich habe mich nicht mal informiert. Ich dachte, habe nur gesehen, ah, Setting gefällt mir, ist wieder Near Future. So, nicht zu krass. Und cool. Ich habe mich kein Stück informiert und dann kommt die Scheiße raus. Und ich habe das Game seither 10 Minuten gedaddelt. 10. Und das nur, um Gameplay für meinen Jahresrückblick aufzunehmen. Da wisst ihr Bescheid, wie scheiße dieses Game ist. Ja, ja. Werde aber deswegen nicht gleich übermütig. Doch, tue ich. Ja. Und ich wollte eigentlich darauf hinaus, das war so eine Serie, die abgestürzt ist. Was war denn noch? Also sind mehrere meiner Lieblingsserien komplett abgestürzt. Und ich habe so das Gefühl, das könnte Pokémon auch passieren. Aber wir werden sehen. Ich bin ein Mitglied von Team Galactic, jawohl. Allerdings stehe ich in der Rangordnung so weit unten, dass ich nicht mal ein Pokémon habe. Ein Wunder, dass ich mich Rüpel nennen darf. Vielleicht habe ich es auch nicht anders verdient. Schließlich weiß ich nach all den Jahren noch immer nicht, wie die Teleporter verbunden sind. Aha, Teleporter. Alles klar. Wir müssen uns, glaube ich, durch die Teleporter durcharbeiten und am Ende kriegen wir dann den Omni-Schlüssel und können dann alle Türen öffnen. Hallo! Was glaubst du, wer du bist? Kommst hier reingelatscht und entweihst unser Hauptquartier. Entweihen? Na, ich habe jetzt hier nicht in die Ecken gepinkelt, ja? Noch nicht. Aber der Druck in der Blase steigt. Rüpe von Team Außerdem hätte ich es dann markiert und dann wäre es meins. So funktioniert das bei uns Füchsen. So, los geht's. Brrrr. Ah, ihr wisst wieder, wir sind bei Team Galactic am Start. Das heißt, wir kommen mit unserem Kero leider relativ solide durch, ohne den Wechsel irgendwelcher Pokémon. Ich weiß, es ist nicht spannend, aber das ist wie das ist, ne? Da. Tja, Rüpel von Team Galactic wurde besiegt. Die Frage wäre geklärt, ein zäher Trainer bist du. Dankeschön. Gibst du mir jetzt den Schlüssel oder so? Oder erklärst du mir, wie das mit den Teleportern geht? Wir bewegen uns in der Galaktikzentrale mithilfe der Teleporter. Glaubst du, du wirst das System jemals verstehen? Na dann, viel Glück. Ja, das System ist halt, geh auf den Teleporter und dann teleportiert dich irgendwo hin und dann muss man sich halt merken, wohin. Ne? So, fangen wir mal mit links an. Und wir sind in den linken Raum daneben geteleportiert worden. Wenn ich jetzt rechts wähle, komme ich dann in den rechten Raum daneben? Ne, wir sind ganz woanders. Wo führt uns das jetzt hin? Aha, hallo. Ich stehe sehr kurz vor einer Beförderung zum Commander. Ich werde den Boss beeindrucken und dich zu meiner Trophäe machen. Oh Gott, machst du das so Geralt-mäßig? Hackst du mir dann den Kopf ab und hängst den an einen so einen Haken neben deinen Gürtel? Rüpel von Team Galactic setzt Wampel ein. Ja, oh, das ist kein guter Plan, Junge. Spoiler schon mal. Das Ding werden wir zerbumpen. Ach ja. Naja, aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich habe sehr viel Liebe für dieses Franchise übrig. Das hat mich schon ohne Spaß eigentlich mein ganzes Leben begleitet. Und nur deswegen spiele ich das heute auch noch. Muss ich echt sagen, ich glaube so rein, also jetzt wenn ich mal ganz objektiv bin, ne? Wenn ich jetzt rein mir die Gameplay-Mechaniken angucke, da hat sich ja in 20 Jahren so gar nichts getan. Und wir spielen es immer wieder. Immer wieder. Es ist schon irgendwie ein bisschen bescheuert, aber ich habe halt trotzdem immer wieder Spaß mit. Ich glaube, das können Leute, die so gar nicht in dieser Pokémon-Welt drin stecken und nicht damit aufgewachsen sind, die müssen auch denken, man ist so komplett bescheuert, oder? Immer das gleiche Game. Aber gut, dann gibt es auch die Call of Duties. Das ist auch immer das gleiche. Wobei, gut, die hauen immerhin irgendeine andere cheesy Story raus. Bei Pokémon sind ja selbst die Storys meistens immer sehr ähnlich. Es gibt immer irgendein Team, das irgendwie die Welt übernehmen will. Und wenn es dann mal kein Team ist, dann ist halt irgendeine große Gefahr, die abgewendet werden muss. Irgendwas ist immer los. Panikone kann weitergehen. Glaube ich zumindest. Hm, ja, nee, alles cool. Ding. Ja, aber deswegen wünsche ich mir auch extrem, dass der neue Teil gut wird. Aber wie gesagt, ich bleib halt auch Realist. Und die Zeichen stehen sehr, sehr schlecht. Ich wünschte, dies wäre nie geschehen. Ja. Wir werden sehen. Ich habe so ein geiles Meme gestern gefunden. Habe ich, glaube ich, auch getwittert. Da sieht man einfach nur eine Szene aus Oblivion.
und halt eine neue Szene aus dem neuen Pokémon-Game. So ein Blick auf den See. Und du siehst das in der Mitte einfach nur eine Insel. Dann kommt Wasser und dann kommt halt so ein Berg drumherum. Und das war's. Da sind keine Bäume. Der Himmel ist einfach nur so eine plain Textur. Da ist nichts. Da ist gar nichts. Keine Bäume, keine Büsche, keine Vegetation, kein nichts. Und darunter hast du eine analog ähnliche Szene aus Oblivion. Das Game ist von 2006. Und der Nachfolger davon, Skyrim, sieht besser aus und läuft auf der Switch. Ja. Da musst du dich echt fragen, holy fuck, was ist da schiefgelaufen? Aber wir werden sehen. Wir werden es am Freitag sehen, Leute. Wer Bock hat, ist gerne mit dabei. Aber ich sag euch schon gleich, wenn jemand Fanboy-Gelaber hören möchte und oh, alles ist toll, dann kommt lieber nicht rum. Ja? Ich werde da sehr ehrlich sein. Ich werde das, was mir gefällt, natürlich sagen und ich werde da bestimmt auch meinen Spaß mit haben. Aber ich bin ehrlich. Ja? Wenn das eine Vollkatastrophe auf der technischen Seite ist, werde ich das am Freitag erwähnen. Ja? Und für diejenigen, die sich das auf YouTube angucken und der Freitag ist vorbei, wenn ihr es euch angucken möchtet, ihr findet meine Twitch-Streams in so einer extra Playlist Twitch-Streams, aber ich werde da wahrscheinlich dann auch eine extra Pokémon Art Chaos Playlist für anlegen. Nur für diejenigen, die das hier später mal sehen und jetzt neugierig sind. Ne? Verschlossene Türen kannst du nur mit einem speziellen Schlüssel öffnen. Wäre ich ein Möchtegern Bösewicht in einer Komödie, würde ich jetzt versehentlich verraten, wo sich der Schlüssel befindet. Doch erstens ist das hier keine Komödie und zweitens habe ich selber keinen blassen Schimmer. Ja, cool. Ich dachte, wir kämpfen noch, aber nee. Kämpfen wollte er dann aber auch nicht. Der wollte mich nur dumm anmachen. Hallo? Manche Leute werden nie den Sinn hinter unseren Handlungen verstehen. Du verstehst Team Galactic auch nicht. Wieso widersetzt du dich uns dann? Naja, weil ich das halt nicht verstehe und ihr seid gruselig. Ihr klaut Leuten die Pokémon. Das ist eine schlechte Sache und das kann ich nicht zulassen. Deswegen widersetze ich mich euren Taten. Gankapoo! Puh, ist irgendwie auch lustig, dass dein Gesicht auch so ein bisschen aussieht wie ein Arsch, oder? Wenn man bei dem Skankapoo guckt, das sieht doch so aus, als wäre es ein kleiner Hintern. Und vorne ist halt das die Po-Ritze so irgendwie. Und wird abgeschlossen von dem Näschen. Also irgendwie hat sich doch da einer gedacht, weißt du was, das stinkt hier, der riecht nach Arsch. Dem machen wir so ein richtiges Arschgesicht. Also weiß ich auch nicht, wer denkt sich denn sowas aus? Sieht aus wie so ein Polo. Macht hier diese komischen Barthaare da weg und dann ist das ein 1A-Hintern, Mann. Sieht sogar ganz hübsch aus, der Hintern. Just saying. Sollen natürlich wahrscheinlich so dicke Bäckchen einer Katze oder katzenartigen Wesen darstellen, aber für mich sieht's aus wie ein Po. Ein skanke Po. So, ich kann weder verstehen, wieso du so stark bist, noch den Kampf gerade an sich. Ja, du hier versteht, einige verstehen hier so alles nicht. Ich verstehe eure Beweggründe nicht, ihr versteht mich nicht. So ist das Leben. Ich nehme mir die Zeit, um mir vor dem Kampf coole Sprüche zu präsentieren. Und wie dankst du es mir? Du besiegst mich einfach, ja? Ich habe halt keine Zeit für den Müll. So, weiter geht's. Komm ich an ihm vorbei? Er guckt die ganze Zeit an. Alarm, Eindringling! Man riecht förmlich, dass mit dir etwas nicht stimmt. Ich habe gerade gegen das Arsch-Pokémon gekämpft. Das bin nicht ich. Das bin nicht ich. Ja? Das ist nicht nett hier. Bronze! Da wäre natürlich jetzt unsere Trillia am besten. Die holen wir, glaube ich, auch. Wobei, ich glaube, hier Undicht war doch auch gut oder so, ne? Mal checken. Dann wäre ein Wechsel natürlich sinnlos. Gehen wir einfach zu. Kampf. Ja, siehst du. Als hätte ich es noch gewusst. Zack, rin. Weiter so. Aber ja, haut mir auf jeden Fall mal gerne in die Kommentare rein, wie euch Pokémon so bis jetzt beglitten hat. Wie lange spielt ihr es schon? Seid ihr auch schon seit der roten Edition auf dem Gameboy am Start? Habt ihr damals auch noch auf dem Schulhof mit euren Freunden Pokémon getauscht über das Link-Kabel? Also mich begleitet das Game halt wirklich schon seit immer. Und diejenigen, die sich jetzt nur dieses Let's Play angucken, haben vielleicht das Gefühl, ich würde mich darüber freuen, dass der nächste Teil wohl wahrscheinlich kacke wird und ich Pokémon nicht mag. Aber so ist es nicht. Das ist gerade das Gegenteil. Wenn du seit Jahren eine Spieleserie liebst und einfach das Gefühl hast, weil du halt weißt, es wäre so viel mehr drin, dann schmerzt es halt umso mehr, wenn du siehst, dass diese Serie seit Jahren auf der Stelle steht, ne? Und gegebenenfalls der nächste Teil scheiße wird. Deswegen, das ist einfach nur liebevolle Angst. Ne? Ach, das war der Geruch der Niederlage. Das versteht bestimmt der ein oder andere. Wenn man etwas so richtig doll mag, das war jetzt zum Beispiel wie die neue Pony-Serie. Der ein oder andere wird es vielleicht wissen, dass ich mir tatsächlich ganz My Little Pony-Kiste reingezogen habe. Ich habe erst auch sehr skeptisch auf die Leute hinabgeblickt, die erwachsen sind und diese My Little Pony-Serie gucken. Weil ich dachte, Leute, was habt ihr denn für ein Schattenproblem irgendwie?
Und dann habe ich mir das auch reingezogen. Natürlich auf Englisch. Ich muss sagen, auf Deutsch ist es nicht zu ertragen, aber im Notfall geht es auch. Hab mir das schön auf Englisch reingezogen und alter Focko, habe ich das abgefeiert. Ohne Scheiß. Ich war dann voll drin. Und ich würde auch sagen, das hat einen richtig dicken Platz in meinem Heart eingenommen. Ohne Scheiß. Das schäme ich mich auch nicht für. Es ist wirklich eine sehr gute Serie und ich kann es nur jedem empfehlen, der mal ein bisschen gut viel Vibes braucht. Kam halt genauso in einer Zeit, wo bei mir im Leben gerade alles relativ schief lief. Und dann hatte ich das komplett abgeholt. Ne? Komplett abgeholt. Und da hatte ich halt auch Sorge, jetzt, weil mich das tatsächlich inzwischen sehr. Es hat einen sehr großen Platz bei mir in meinem Herzen eingenommen. Und jetzt kommt ja die neue Generation und da hatte ich halt echt Schiss, dass das scheiße werden könnte. Und mein Gott, bin ich beruhigt, dass es doch nicht scheiße geworden ist. Was fällt dir ein? Unser Hauptquartier ist ein hochmodernes Gebäude. Du Rotznase solltest deinen schmutzigen Finger bei dir behalten. Sorry, Junge. Ne? Und so ähnlich ist es mit Pokémon halt auch. Ne? Nur um das mal klarzustellen. Da kam schon so ein paar Kommentare. Spiel's doch halt nicht. Das spiel's doch halt nicht, ja? Aber doch, Mann. Natürlich. Und ich will ja auch, dass es gut ist, weißt du? Aber ich hab halt Angst. Ja. So. Bis. Haut mir mal in die Kommentare, ob ihr das kennt. Und wenn ja, habt ihr sowas auch, was ihr irgendetwas, was ihr so sehr schätzt und liebt, dass ihr Angst habt, dass es halt versagt oder schlecht wird? Das kann ja alles Mögliche sein. Das können Serien sein, das können Künstler sein. Zum Beispiel auch Musik. Ne? Musik zum Beispiel. Samsas Traum ist so ein Typ. Sehr grandioser Künstler. Der ist halt so drauf. Forscher Yves setzt als nächstes Kadabra ein. Der hat mal angefangen im Black Metal. Ist dann rüber ein bisschen in die Gothic-Schiene. Dann in den Death Metal. Jetzt ist er gerade dabei, ein orchestrales Stück zu schreiben. Der entwickelt sich immer wieder neu. Und mit jedem Album, ich liebe dem seine Musik halt, ich liebe ihn als Charakter so, er ist schon ein etwas besonderer Typ, aber er entwickelt sich halt auch immer wieder neu, dann jedes Album, dann macht er mal ein Konzeptalbum, dann hat er plötzlich ein Akustikalbum am Start und bis jetzt muss ich sagen, hat mir alles gefallen, ich fand noch nichts scheiße, aber da ist auch so ein Ding, da hast du halt immer Angst, dass das nächste vielleicht dann doch scheiße wird, aber bis jetzt war es immer geil, ne, und das kann ich mir halt bei so meiner Lieblingsband auch vorstellen, Künstler entwickeln sich, Equilibrium beispielsweise, eine meiner liebsten Bands, damals, erstes Album toll, zweites Album toll und dann begann der Verfall, ne, sowas halt zum Beispiel, deswegen, haut mal gerne in die Kommentare, wenn ihr sowas habt und ob ihr das nachvollziehen könnt, mit dir und deinem Pokémon hätte ich nicht gerechnet, du gewinnst 3920 Pokédollar, yo. Kommt da noch was? Unser Boss möchte eine ganz neue Welt erschaffen. Eine Welt nur für uns, Team Galactic. Ich habe richtig Hunger, ey. Ich mache ja momentan diese 16:8 Kiste, einfach weil ich eh nicht frühstücke. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Wir sind wieder unten. Team Galactic wird alle Pokémon und die gesamte Natur entfesseln. Und dann werden wir alles beherrschen. Wenn Leute so etwas sagen und dann fies lachen, ist das nie gut. TM36, Matschbombe. Cool, her damit. Was haben wir hier? Du findest einen G-Schlüssel. Ach du Scheiße. Achso, für Galactic, alles klar. Der G-Schlüssel. Du verstaust den G-Schlüssel in der Basistasche. Ey, wenn die auch noch einen G-Punkt haben, dann haben wir echt alles gefunden. Ich sag's euch. Die Tür ist verschlossen. Möchtest du den G-Schlüssel? Ich möchte den G-Schlüssel verwenden. In das korrespondierende G-Loch. Ja? Bei dir waren wir doch schon, ne? Ich bin jetzt seit 5 Jahren bei Team Galactic, doch befördert wurde ich kein einziges Mal. Okay, wir sind wieder am Anfang. Cool, das heißt, wir gehen den Weg jetzt wieder, aber diesmal haben wir ja den Schlüssel und können damit die Türen öffnen. Kann nichts schief gehen. War hier auch eine? Nee. Auf jeden Fall mache ich ja wie gesagt gerade diese 16:8 Pisserei. Ist ja keine Diät, ist einfach nur eine andere Ernährungskiste. Und gestern gab es bei uns selbstgemachte Pizza. Und weil das so ein mega Oschi ist, habe ich gestern auch wirklich nur diese selbstgemachte Pizza gegessen. Nichts anderes. Ne? Frühstück ausgelassen, dann mittags diese Pizza gegessen, mir noch 2 Stücke übergelassen und abends dann die restlichen 2 Stücke eben noch reingeballert. Und jetzt ist aber wirklich ein bisschen Zeit vergangen seit dem letzten Nahrungszufuhr. Und ich habe langsam ein bisschen Hunger, Alter. So, was haben wir hier? Okay. Die TM 49 Siedewasser. Sehr schön. Ich mag ja hier dieses Saxophon hier in der Musik. Sehr cool. So, ja, Hahn ist gut. Meine Lieben,
Der Horn ist am Krien, ihr wisst, was jetzt wird geschehen. Wir machen wieder einen kleinen gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich ganz entspannt im nächsten Part wieder. Bis dahin euch ganz viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.